Ich interviewe jetzt Richard Lutz und da wir uns schon lange kennen als Jugendliche, erlaube ich es mir, Herrn Lutz zu duzen. Also Richard, hallo, Joe. Schön dich zu sehen. Ja, und du bist hier, um zusammen mit Helmut Pfleger das Benefit simultan zu spielen. Was ist das für eine Initiative Chess for Refugees und wie kam es zu der Einladung? Also wer hat dich gefragt und warum bist du hier und ja, warum ja, spielst du wieder? Entstand tatsächlich letztes Jahr im Sommer zwischen Thomas Weichel, Vorstand Emanuel Lasker Gesellschaft in Berlin, Helmut, weil wir 40 Jahre Zeitmagazin Schachspalte eigentlich mal ein Stück weit hochleben lassen wollten, weil ich das für eine wahnsinnig beeindruckende Leistung von Helmut halte, so lange ein solches Format zu machen, sprich sozusagen für den Inhalt und für die Möglichkeit, Schach halt eben auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Und das kann, glaube ich, wirklich kein besserer als Helmut Pfleger. Ja. Und dann kam in der Tat die Idee, dass wir es hier in Hamburg machen, auch wegen Zeitverlag und es mit etwas Gutem, einem guten Zweck verbinden. Und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs haben wir gesagt, wir wollen das für Flüchtlingskinder machen, am besten auch mit vielen Flüchtlingskindern, die hier in Deutschland sind oder in Hamburg und Schach spielen und das einen guten Zweck dann stiften, nämlich dem UNHCR, die heute ja auch mit dabei sind. Die kriegen von uns einen Check überreicht. Insofern kommen ganz viele Dinge, die auch mir wichtig sind und mir auch natürlich Spaß machen, im Sinne von Schachspielend heute zusammen. Okay. Du lebst in Berlin und bist hier nach Hamburg angereist, wahrscheinlich mit der Bahn. Ja. Hat das gut geklappt oder gab es Pannen, Probleme? Nein, also zwischen Berlin und Hamburg wählt man, glaube ich, tatsächlich die Bahn. Es hat anderthalb Stunden gedauert. Wir sind pünktlich angekommen heute Morgen von City-Zentrum zu City-Zentrum. Und selbst wenn wir ein bisschen verspätet gewesen wären, wären wir, glaube ich, immer noch schneller gewesen als jeder, der in Berlin mit dem Auto losgefahren wäre. Es war eine entspannte Fahrt. Wir haben frühstückt in, meine Frau ist hier mit dabei, Claudia, die du auch kennst. Die ich auch kenne. Seit 40 Jahren. Insofern war es eine sehr entspannte und angenehme Anfahrt hier nach Hamburg. Das ist ja gut zu tun. Als Jugendlicher hast du zu den besten deutschen Nachwuchsspielern gehört, aber deine letzte bekannte offizielle Partie hast du 1993 gespielt. Ja. Und jetzt trittst du gleich gegen mehrere Gegner an. Ist das nicht ein bisschen gewagt für ein Comeback? Ja, eigentlich ja. Aber ich habe jetzt nicht vor, sozusagen heute schachliche Glanzleistungen zu vollbringen. Es geht mehr um die gute Sache und einfach irgendwie, ich habe auch Spaß dran, mit Helmut dieses alternierende simultan zu machen. Aber ich habe jetzt heute keinen schachlichen Ehrgeiz. Ich glaube, das wäre auch völlig übertrieben, weil tatsächlich meine schachlichen Gehirnwindungen schon ziemlich eingerostet sind. Aber mal gucken, wie weit wir heute kommen. Jeder zweite Zug wird ja ein guter sein, weil der von Helmut kommt. Auf Helmut ist Verlass, ja. Wann hast du denn das erste Mal simultan gespielt als Gegner beim Simultan und als Simultanspieler? Weißt du das noch? Oh, das ist jetzt eine Frage, da müsste ich echt graben. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich damals zum allerersten Mal selber simultan gespielt, im Kreis gesessen, glaube ich, gegen Viktor Kortschneu. Oh. Mal so in den ganz frühen Jahren. Und selber simultan im Grunde damals halt auch, als wir so jung waren, wo dann jeder gesagt hat, wow, klasse, der ist irgendwie schon Pfalzmeister der Herren und eigentlich noch ein junger Kerl geht in die Schule. Da gab es auch mal so kleine Simultan-Events, mehr oder weniger aus Spaß. Insofern habe ich keine so richtig große Erfahrung mit Schach simultan, aber mal gucken, wie das heute so läuft. Ist ja immer nur Schachspielen. Ja. Und wie ist die Partie gegen Kortschneu ausgegangen? Ich habe verloren, traurigerweise. Ja. Kann passieren, ja. Worauf kommt es denn beim Simultanspiel an? Also was muss der Simultanspieler beachten und was ist ihm unangenehm? Falls hier jemand zuhört und Tipps haben möchte. Naja, ich glaube, wenn es, zumindest mal jetzt für mich, wenn es kompliziert wird und man viel rechnen muss, dann hast du normalerweise bei 30 Brettern, glaube ich, nicht die Zeit. Weshalb ich, kann ich ja jetzt verraten, mit Helmut abgestimmt habe, dass wir die Eröffnung geschlossen halten und ein Stück weit sozusagen die Langeweile maximieren und, mal gucken, wie die Gegner so reagieren. Schauen wir mal. Okay, und jetzt schauen wir mal zurück. Was hat dich denn während deiner aktiven Zeit, also noch wirklich viel und intensiv und engagiert und ehrgeizig Schach gespielt hast, am Schach so fasziniert? Und was fasziniert dich jetzt immer noch? Mir hat Schach einfach Spaß gemacht. Bin ja in einem relativ
kleinen Kaff da in der Pfalz du kommst groß du geworden. Her? Aus Ginsbach, da in der Nähe von Kaiserslautern. Okay. Und was ich bei Schach damals total klasse fand, war, dass man Gemeinschaft bildet, ja, mit anderen, die im Verein sind. Man trifft sich regelmäßig. Wir haben ganz viel außenrum gemacht. Wir sind in Urlaub zusammengefahren. Wir haben Events gemacht, haben Fußball zusammen gespielt. Und Schach, als wir damals, wann war das? 74, so zum ersten Mal auf der deutschen Schülermeisterschaft. 78 war das, ja. 78. In Hankensbüttel war das. Ja, Meistergeier, irgendwo jedenfalls. Ja. Dann hat man halt auch andere kennengelernt. Und du hast ja schon gesagt, wir sind ja dann auch zusammen auf internationale Turniere gefahren. Du hast andere Menschen, andere Kulturen kennengelernt. Und das habe ich als Pfälzer Bub sozusagen unheimlich schätzen gelernt, weil man Europa kennenlernt, weil man andere Menschen, andere Kulturen kennenlernt. Das finde ich auch das Reizvolle am Schach. Es hat einen unheimlich inklusiven Charakter. Du brauchst keine Sprache, es gibt wenig Sprachbarrieren. Wir haben internationale Turniere gegen Russen gespielt und trotzdem uns mit denen irgendwie halt unterhalten und verstanden. Ja. Und da baut sich was auf. Und ich finde, auch für junge Menschen sich konzentrieren und fokussieren zu können, auch ein Stück weit immer planvoll sich zu überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich mich so oder so entscheide, hat auch ein Stück weit was Disziplinierendes fürs Leben. Ich glaube, da kann man auch ein Stück weit was vom Schach auf das Leben transferieren. Ja, also Schach verbindet und Schach schult den eigenen Geist, die eigene Psyche, die eigene mentale Verfassung, ja, wenn man das mal so vereinfacht ausdrücken kann. Ich habe das selber nie so wahrgenommen, aber wenn du Schach spielst, bist du halt in der Lage, dich doch über relativ lange Zeit auf ein Thema zu konzentrieren, andere Dinge auszublenden und schulst so ein Stück weit halt auch tatsächlich dein Konzentrationsvermögen und deine intellektuelle Ausdauer. Ich glaube, das ist etwas, was jedem hilft. Deshalb finde ich auch Schach in Schule und auch sehr früh in der Schule, finde ich eigentlich eine tolle Geschichte. Und hier wird ja auch in einer Schule gespielt, da ist der Name ja ein Stück weit auch Programm und Björn. Denn Venus hier ist ja auch einer, der ganz, ganz viel auch in Hamburg, aber auch über Hamburg hinaus dann hier macht. Und ist Mitentwickler von Fritz und Fertig, einer Software, mit der man sehr gut und sehr schön und sehr unterhaltsam Schach lernen kann. Eine andere Frage. Viele Jugendliche, die mit dem Schach anfangen und erste Erfolge haben, träumen davon, eines Tages Weltmeister zu werden. Hast du auch davon geträumt? Ich habe davon geträumt. Etwas ich auch. Das haben wir ja fast gemeinsam zusammen erlebt. Wenn du halt in der Schule im Grunde genommen den Eindruck hast, du hast zu wenig Zeit, um sozusagen es richtig auszuleben. Ich war in der Schachkompanie Warendorf. Ja, das ist die Bundeswehr-Sportfördergruppe gewesen. Das ist die Sportfördergruppe damals mit Jürgen Graf und Gerald Hertneck und vielen anderen. Und da hast du ja mehr oder weniger Profibedingungen. Und in diesen 15 Monaten, die ich da hatte, hatte ich ja im Grunde genommen alle Möglichkeiten, jetzt zeitlich mich auf Schach zu konzentrieren. Und das Spannende, was ich damals festgestellt habe, war, dass ich nicht besser, sondern schlechter geworden bin. Okay. Ja, weil du halt nur noch Schach gemacht hast und ein Stück weit eben auch die Lust sozusagen auf Schach etwas verloren gegangen bin. Und da ist zumindest mal mir damals klar geworden, okay, Schach als Hobby ist wunderbar, aber Schach sozusagen als wirklich Lebensunterhalt auf so lange Zeit, damals ist der Ostblock ja langsam auch aufgegangen, war, glaube ich, damals die richtige Entscheidung, mich ins Studium zu stürzen und Schach als Hobby immer hochzuhalten. Wir haben ja damals noch lange auch zweite Bundesliga gespielt, aber das ist dann mit der Zeit auch immer schwieriger geworden, weil das halt kein Ausgleichssport zu einem Studium ist. Richtig, ja. Und du hast dich dann für eine Karriere bei der Bahn entschieden? Ja. Vielleicht auch gehaltsmäßig, der Züge, vielleicht auch gehaltsmäßig attraktiver. Aber gibt es einen Schachweltmeister oder einen Schachspieler, den du besonders schätzt, besonders bewunderst, dessen Spiel du sagst, das gefällt mir, wie der gespielt hat oder wie der spielt? Also hast du Vorbilder gehabt als Jugendlicher oder immer noch? Ach, ich habe damals, ich habe sehr Botwinnik bewundert, ehrlicherweise. Der hatte auch ganz tolle Bücher damals geschrieben. Und er kam meinem Spielstil auch ein Stück weit, also jetzt nicht das Blatt in Flammen zu setzen und irgendwie zu hoffen, dass man in der Kombination irgendjemand übertölpelt. Das war nie so mein Ding. Ich habe immer eher ruhig gespielt, versucht irgendwie Pläne aufzubauen, das nachhaltig zu machen. Soweit es halt geht, gelingt ja nicht immer. Insofern aus von den ganz Alten fand ich Botwinnik sehr, sehr beeindruckend.
Und von den Neueren kann man, glaube ich, sieht man ja auch, wie über die Jahre dann auch die Art und Weise, wie man Schachspiel sich verändert. Und bis zum heutigen Tag, in den letzten Tagen war ja Norway Chess, das gucke ich mir in YouTube dann immer an, genau. Frühmorgens. Und der Hobbyspieler Nakamura hat gewonnen. Ja, ich habe es gesehen, ja, gestern bzw. heute Morgen. Ja. Ich finde Magnus Carlsen nach wie vor sehr beeindruckend. Und das Schöne ist halt, wenn man in Spielen sieht, also ich fieber da immer ein bisschen mit. Ja. Okay. Das ist einfach, ich mag den Typ, finde den total sympathisch. Er kommt jedenfalls sympathisch rüber. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber finde ihn jedenfalls sehr beeindruckend. Und was sagst du denn zu der Entscheidung, dass Carlsen gesagt hat, er will nicht mehr Weltmeister werden und darauf verzichtet hat, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen? Ich glaube, in der Geschichte der Weltmeisterschaften kam das bislang noch nie vor. Okay, Fischer hat seinen Titel nicht verteidigt, aber danach hat er auch keinen Champion auch gespielt. Ein Papst ist vor kurzem mal zurückgetreten. Ja, genau. Auch eher ungewöhnlich. Das Abendland geht wieder einmal unter. Ja, ich bin nicht nah genug dran, das wirklich beurteilen zu können. Ich finde es natürlich schade, wenn so jemand, der so stark über Jahre hinweg auch die Schachwelt dominiert hat, dann sagt, ich trete da nicht mehr zur Weltmeisterschaft an. Ich glaube, das klassische Schach ist nicht so seins, hat man jetzt in Norwegen auch ein Stück weit vielleicht gespürt. Und das ist ja der Punkt, was wir vorhin halt hatten, also sich zu entscheiden, zu sagen, das ist jetzt das, mit dem du, das macht dir wahnsinnig viel Spaß und damit willst du deinen Lebensunterhalt dann auch bestreiten, ist ja schon eine Entscheidung, die muss auch in 15, 20 Jahren immer noch die sein, mit der du dich dann wohlfühlst. Ja. Insofern ist eine solche Entscheidung mit so viel Tragweite schon, glaube ich, nicht so ohne. Nee. Und wenn er sich dann selber nicht mehr motivieren kann, an so einem Weltmeisterschaftskampf mitzunehmen, war es vielleicht für ihn auch die richtige Entscheidung, das zu machen. Er ist ja nach wie vor aktiv, nach wie vor erfolgreich und wenn er mit sich da selber im Reinen ist, bin ich auch nicht derjenige, der jetzt das zu beurteilen oder zu bewerten hat oder zu kritisieren hat. Er ist ja noch da und ich finde das gut. Okay, eine Frage noch zum Abschluss. Dieses Benefit-Simultan ist ja auch eine Initiative der Emanuel Lasker-Gesellschaft. Ja. Und Lasker ist der bislang einzige deutsche Weltmeister und hatte den Titel 27 Jahre lang inne, von 1894 bis 1921. Länger als alle anderen Weltmeister vor oder nach ihm. Außerdem war er promovierter Mathematiker und hat sich als Dramatiker im Bridge, als Philosoph, als Spielerfinder und als Sozialtheoretiker versucht. Mhm. Würdest du sagen, dass diese Vielfalt heutzutage noch zeitgemäß ist und kann Lasker heute noch als Vorbild dienen? Ja, ich bin ja selber, bin kein Gründungsmitglied der Lasker-Gesellschaft, aber da selber auch seit vielen Jahren eigentlich nicht aktiv, aber begleite das sehr, sehr wohlwollend, muss man so formulieren, ist leider zu wenig Zeit da, aber ich finde die Figur Lasker ist schon sehr schillernd, er ist eben nicht nur Schachspieler, sondern auch eine Person der Zeitgeschichte, hat ganz, ganz viele Dinge gemacht. Michael Nägle, der die Biografie da geschrieben hat, kenne ich persönlich noch aus den alten Zeiten, als wir in der Oberliga Südwest gespielt haben. Und die neue Trilogie, die er jetzt rausgegeben hat, finde ich total lesenswert und sehr spannend. Und es zeigt dann eben, dass du natürlich immer nicht nur eine Rolle hast im Leben, sondern auch viele andere. Ja, und das eine oder andere sich halt wechselseitig auch durchaus beeinflusst. Und das sieht man bei Lasker sehr schön. Und ich finde das sehr beeindruckend, was er da alles gemacht hat und was er sich auch alles zugetraut. Er hat ja Briefwechsel mit Albert Einstein gehabt, wo er mit ihm die Relativitätstheorie diskutiert hat. Finde ich alles total klasse. Und er hat sich kritisiert, Ja, absolut. Und ich sag mal, diese Universaltypen gibt es natürlich immer seltener. Aber das ist... dass es solche Persönlichkeiten gibt, die nun auch nun in der Schachwelt eine wahnsinnig dominante Rolle gespielt haben über Jahre und Jahrzehnte und ein Deutscher noch dazu, finde ich irgendwie sehr beeindruckend. Und trotzdem war er ja Kosmopolit, er war ja ganz, ganz viel unterwegs, auch sozusagen zwangsweise mehr oder weniger am Ende, dann auch ausgewandert, aber ich finde eine sehr, sehr schillernde Persönlichkeit, wo es Spaß macht, sich mit der Biografie zu beschäftigen, nicht nur mit den Partien. Ja. Okay, Partie ist das Stichwort. Noch eine schachliche Frage zum Abschluss. Gibt es eine Lasker-Partie, die du besonders schätzt, wo du denkst, das ist mal wirklich gelungen? Oder erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß? Entschuldigung. Ich habe tatsächlich mal Helmut gelauscht, als er eine Lasker-Partie vorgestellt hat. Ich weiß aber nicht mehr, welche die war. Da müsste ich ihn jetzt tatsächlich fragen. Das könnt ihr dann ja währenddessen. Liebe ich nach, genau. Genau. Okay, dann vielen Dank und dann wünsche ich viel Glück beim Simultan. Ja, kann ich brauchen. Gut, ja, danke.